Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich erneut kritisch zu einem möglichen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens geäußert. Wenn es um die Mitgliedschaft von Ländern gehe, die Sanktionen gegen die Türkei verhängten, könne man nicht nachgeben, sagte Erdogan am Montag in Ankara. Keines der beiden Länder habe eine klare, unmissverständliche Haltung gegenüber terroristischen Organisationen. Die Türkei wirft Schweden und Finnland unter anderem vor, ihre Auslieferungsanträge von Personen, die sie der Mitgliedschaft in Terrororganisationen beschuldigt, nicht zu genehmigen. Zum Besuch einer finnischen und schwedischen Delegation in der Türkei sagte Erdogan, sie sollten sich gar nicht erst bemühen. Werden sie kommen, um uns zu überzeugen? Wenn ja, nichts für ungut. Nach Finnland hat auch Schweden angekündigt, in den kommenden Tagen Antrag auf eine NATO-Mitgliedschaft zu stellen. Der türkische Präsident hatte bereits vergangene Woche gedroht, einen Beitritt der beiden Länder zu blockieren und diese als Gasthäuser für PKK-Terroristen bezeichnet. Für die Aufnahme eines neuen Partners ist die Zustimmung aller NATO-Mitglieder erforderlich.